Olsen am Start. Hey Leute, hier ist der Olsen. Und ich habe gesehen, es gibt eine neue Erweiterung für Magic. Und die habe ich mir noch sofort bei Steam gegönnt für 5 Euro. Und die Erweiterung enthält 5 neue Decks und eine Erweiterungskampagne, in der man die Decks jetzt freispielen muss. Deswegen haben wir hier Alara, Ravnica und Kamigawa. Das sind die drei Welten oder die drei Planes, in denen wir die neuen Decks freischalten können. Und deswegen, und das Elfendeck, gegen das ich in der letzten oder vorletzten Folge gespielt habe, war auch aus der Erweiterung. Deswegen war ich auch so komplett erstaunt und verwirrt, dass ich das Deck gar nicht kannte. Ich habe schon gedacht, mich hat wieder der Schlag getroffen und ich bin völlig bekloppt. Und ja, starten wir doch hier direkt durch in der Alara-Kampagne. Und ja, aber als weiteres möchte ich mal versuchen, in meine Let's Plays ein bisschen mehr, naja, intellektuellen Inhalt, nein, einfach nur ein paar Themen anzusprechen, um einfach einen kleinen Mehrwert auch zu schaffen in den Videos, wenn man sich die anguckt. Weil mein Ziel ist es hier ja nicht irgendwie so ein cooles Let's Play zu machen, wo dann hier rumgeschrien wird oder nur komplett durchdrehen die ganze Zeit, sondern auch ein paar Themen ansprechen, die halt auch mal vielleicht ein bisschen wichtiger oder tiefgründiger sind. Und ich habe gerade ein Video gesehen von Gronkh und Sarraza, wo sie GTA 4 zocken und so ein bisschen labern. Und da war das Thema Sexismus. Ich habe das jetzt öfter gesehen in verschiedenen Videos. Ich meine, ich finde das ja gut, dass in Let's Play-Videos und in Video generell auch Themen behandelt werden, die ein bisschen tiefgründiger sind. Aber so Sexismus ist natürlich auch das krasseste, eines der krassesten Themen überhaupt. Da sind ja viele Leute wirklich supercharged und haben da wirklich sehr unterschiedliche Meinungen. Wir spielen ja, gegen wen spielen wir jetzt eigentlich gerade? Ich habe das blaue Deck auf jeden Fall ausgewählt, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und ich weiß gar nicht genau, ob ich da jetzt wirklich auch drauf eingehen soll. Denn, weiß ich nicht, gerade so auch aus so einer männlichen Perspektive, klar kann man jetzt hier rumreden. Von wegen, ja, ich sehe das genauso. Man darf Frauen jetzt natürlich nicht angrapschen in Diskos und sowas. Und sowas, ja, aber das ist ja mehr oder weniger heutzutage auch schon normal oder ist ja auch normaler Menschenverstand, dass man sowas nicht macht. So, hier, der Gegner spielt den akrasischen Junker, Kreaturmensch, Soldat mit Edelmut. Was ist Edelmut? Edelmut, immer wenn eine deiner Kreaturen alleine angreift, erhält sie +1/+1 für jede Edelmut-Fähigkeit auf deinen bleibenden Karten im Spiel. Okay. Und, ja, aber dieses Sexismus-Thema, ich kann da immer nur aus meiner eigenen Perspektive halt auch erzählen. Also erstmal sollte man Frauen halt generell so behandeln wie Männer auch. Klar gibt es da Unterschiede, was man da machen kann. Man sollte die ja nicht... also wenn du halt zu einem Typen gehen, den du schon einmal kennst, da kannst du dann auch mal hingehen und sagen, hey, wie sieht's aus, du alte Flachbacke, ne? Oder, na, hast du richtig zugenommen, siehst du richtig schick aus und sowas, ne? Sowas kann man sagen, sollte man natürlich dann zu Mädels nicht sagen, weil die da auch häufig anders drauf reagieren oder sagen, Mann, oder so richtig schön mal auf den Popo klatschen oder so, wie das ja beim Fußball gang und gäbe ist und sowas. Da muss man sich da natürlich so ein bisschen zurückhalten. Aber ansonsten, ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und ich kann da teilweise, ich erzähle jetzt einfach mal aus meiner eigenen Perspektive, so ganz groß möchte ich das gar nicht aufzählen. Der Gegner spielt ja auf jeden Fall den gewandten Duellant, Kreatur, Mensch, Räuber, Erstschlag, verhüllt. Verhüllt heißt, ich kann ihn nicht blocken, ne? Etwas, das verhüllt ist, kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein. Ah, okay. Also, so wie fluchsicher. Okay, cool. Ja, und ja, ich habe auf jeden Fall in der Schulzeit, was ja bei mir auch schon ein bisschen her ist, habe ich auf jeden Fall immer die Erfahrung gemacht, dass Mädels eigentlich eher so positiv beeinflusst wurden, im Gegensatz zu Jungs, dass man als Junge in der Grundschule oder über die ganze Schulzeit eigentlich hinweg eigentlich immer so das Gefühl hatte, dass man ein bisschen was Schlechteres ist. Also es gab da halt immer so geile
so geile Themen, die einem dann erzählt wurden. Zum Beispiel, ah, die Mädels, die lernen ja auch viel besser, oder die Jungs, die werden erst später erwachsen oder sowas, ne? Und sowas wurde einem da halt andauernd immer erzählt. Und ich weiß nicht, das hat einen wirklich fast bis in die Oberstufe dann begleitet. Und das fand ich halt auch mal ein bisschen komisch. Als Kind hat man das dann natürlich nicht wirklich verstanden, da glaubt man an sowas, ne? Aber manche Lehrer sind auf solche Sachen halt echt abgegangen und du konntest ja gar nicht irgendwie was dagegen so erzählen. Warum hat er jetzt 3-2? Zählt das für alle Kreaturen, wenn der hier Edelmut hat? Immer wenn er eine deiner Kreaturen alleine angreift, erhält sie plus eins für jede Edelmutfähigkeit auf deinen bleibenden Karten im Spiel. Okay, das zählt auch für andere. Okay, cool. Eine können wir nicht blocken, da er Erstschlag hat. Aber das war immer so die Sache, die mir am meisten persönlich aufgefallen ist. Ich will natürlich jetzt nicht sagen, dass Sexismus aus der Gesellschaft jetzt schon weg ist oder sowas. Und sicherlich gibt es viele Ebenen, auf denen noch komplett anti-Frauen und so und in denen Frauen halt überhaupt nicht Fuß fassen können, nur weil sie eine Frau sind und sowas. Aber ist eine schwierige Debatte und ich finde es auch teilweise ein bisschen komisch, dass das jetzt in so vielen Videos halt auch erwähnt wird. Klar, es ist gut, über sowas zu reden, aber wie groß das da teilweise aufgezogen wird, hat mich echt gewundert. So, was spielt der Gegner hier? Der spielt den Khazal-Rugel Magier. Kreatur, Katze, Zauberer. Grün-Weiß. Der hat auch Edelmut. Bezahle 1. Opfere den Khazal-Rugel Magier. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Cool. Okay, das ist auf jeden Fall ein dreifarbiges Deck da drüben. Weiß, grün, blau. Aber ich habe ja auch schon überlegt, mal so Let's Talk, Let's Plays wirklich zu machen. Der hat jetzt 4-2, ne? Wow, 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 wow. Krass. Will ich den blocken? Nö, ich will den nicht blocken. Das gefällt mir ja gar nicht. Ganz und gar nicht. So, wir spielen lieber hier sowas, ne? Der kostet auch 2. Einen Mana könnten wir noch gebrauchen. Aber wir spielen erstmal den Fürst des Unrealen. Damit unsere Phantomkrieger her mehr Damage haben. Aber falls ihr Ideen habt für gute Themen, die man mal über so ein Let's Talk machen kann. Also deswegen habe ich ja bis jetzt noch nicht wirklich gemacht, deswegen, aber ich würde gerne mit starten und dann mal gucken, was daraus so wird. Aber ich denke, über Sexismus werde ich jetzt nicht weiterreden. Ich kann mich da nur in eine Ecke belabern. Und er spielt nochmal den Khazal-Rugel Magier. Der hat auch Edelmut. Oh, seine Kreaturen werden immer fetter. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ja nicht, oh. Ja, nicht gefällt mir das. Wenn der jetzt angreift, kriegt er schon 1, 1, 1. Er kriegt plus 3, plus 3. Plus 3, plus 3, ne? Genau. Das bringt auch nichts, wenn ich seine Kreaturen hier tappe. Dann greift er halt mit einer anderen an, die dann zwar keinen Erstschlag hat, aber. Aber er kann mich nächste Runde töten. Das heißt, ich muss nächste Runde was vorwerfen, auf jeden Fall. Spielen wir doch einfach Jaces Traumwesen? Oder die Klaustrophobie? Nee, wir müssen Jaces Traumwesen spielen, damit wir was vorwerfen können. Da wir in dieser Runde nicht töten können. Oder können wir? Er kann. Nee, ich glaube nicht. Weil die anderen blockt er uns tot und dann haben unsere Phantomkollegen hier weniger Angriff und dann würden wir das nicht schaffen. Die Frage ist, kann er uns jetzt nächste Runde töten? Nö, er kann ja nur mit einem angreifen. Er kriegt das ja nur, wenn er mit einem angreift. Und er hat den Bogenschützen des Hofes. Kreatur, Mensch, Bogenschütze, Reichweite, Edelmut. Der sonnige Hof von Valeron befindet sich geschützt hinter einer Mauer aus stählernen Pfeilspitzen? Cool. Aber das Deck finde ich cool mit dem Edelmut und so. Mit vielen Elfen ist richtig geil. Elsbeth, das ist eine richtige Kollegin, ist das. Die ist richtig nett. Oh, er macht wirklich volle Attacke. Macht das Sinn, was er da treibt? Ich meine, die kriegen ja jetzt nichts gebufft. Das heißt, 6 Schaden. Ich kann
Mit dem hier auf jeden Fall blocken. Der hat ja 4-3. Und da blocke ich dann natürlich die beiden kann er opfern. Den Erstschlagtypen, der auch verhüllt ist. Ich denke, ich block den. Und ich block den 1-1er natürlich. Und die beiden 2-2er lasse ich durch, ne? Genau. Ich will ja nicht, dass meine guten Fürsten hier sterben. Das wäre ja nicht so cool. Und wir haben einen Rückruf auf der Hand. Wollen wir den jetzt spielen? Brauchen wir nicht. Wir haben ja jetzt schon gewonnen, zum Glück. Greifen wir hier mit unseren beiden Phantomkriegerschen an. Und dann haben wir gewonnen. Und wir haben das erste Deck freigespielt dann. Haben wir? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Haben wir. Wir haben auf jeden Fall einen Sieg geholt. Haben noch einen Rückruf freigespielt für unser blaues Deck. Das ist ja mal richtig schön. Wir wollen ja, dass da richtig viele Karten freigeschaltet werden. Und ja, wir sind der Sieger. Wissen wir doch schon. Oh, Video. Geil. So viele Niederlagen. So viel Dunkelheit. So viele Welten entweiht. Ich habe von einem sonnigen Ort erfahren, wo Helden herrschen. Wo die Götter Wirklichkeit sind. Ich werde dorthin gehen und sie um Rat fragen. Vielleicht können sie mir mein Schicksal offenbaren. Mensch, Elsbeth, das kann ich dir auch offenbaren. Ja, hallo. Ah, okay. Since Ramaz's defeat, you've learned of a powerful spell that will slow your aging to a crawl. But it requires components from distant planes, a white dragon scale and a drop of demon's blood. Will you survive to cast the spell? Werden wir überleben? Demon's blood is required for the spell that will slow your aging. You immediately thought of your encounters with the cult of Rakdos. So you've returned to Ravnica in hopes of finding a lesser demon to bleed. Okay, wir sind Elsbeth und wir wollen uns anscheinend unsterblich machen. Und dazu sind wir jetzt nach Ravnica zurückgekehrt, um hier einen Dämon zu suchen. Dämonenblut? Ich glaube, einen Dämon zu suchen. Ich wollte natürlich auch gerade einen sexistischen Kommentar über Elsbeth machen, wo ihre Zukunft liegt. Im Erwachsenen-Entertainment. Aber das lassen wir lieber, sonst passt das hier nicht rein in mein tolles Themen-Let's Play. Und nehmen wir noch wieder das Gedankenlabyrinth, unser schönes blaues Deck, und spielen jetzt das erste Match in der Ravnica-Expansionskampagne. So, wir haben 3 Mana gezogen. Das ist ja schon mal perfekt. Da freut man sich ja mal, wenn man mal 3 Mana zieht. Sonst zieht man hier immer 5 oder 1. Also der Traumbär. Schön, den Traumbär haben wir verhandelt. Dann haben wir noch den Zeitzeller für 4 Mana. Kreatur Illusion. Fliegend verschwinden 3, wenn der Zeitzeller stirbt. Und falls keine Zeitmarken auf ihm liegen, bringe 2 Spielstände ins Spiel, die Kopien des Zeitzellers sind. Der ist richtig geil, der Zeitzeller. Den hatten wir ja auch in einigen Folgen vorher schon mal. Der teilt sich halt, nachdem er 3 Runden im Spiel ist. Und es entstehen 2 von ihm. Er stirbt dann zwar, aber es entstehen 2 neue. Und die beiden haben genau dieselbe Fähigkeit. Wenn die dann weitere 3 Runden im Spiel sind, teilen die sich wieder und es sind wieder mehr Zeitzeller im Spiel. Also der ist richtig geil. Der geht richtig ab. Und wir haben noch die Klaustrophobie, Verzauberung Aura. Verzaubert eine Kreatur. Wenn die Klaustrophobie ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Enttappsegments ihres Beherrschers. Ja, das heißt, wir können dauerhaft eine Kreatur von unserem Gegner tappen. Und wir haben noch die Weissagung, Hexerei, für 3 Mana, ziehe 2 Karten. Der Schlüssel zu diesem Rätsel liegt in dir, sagt Doriel, der Mentor der Mistralinsel. Guck mal, er holt auch so 2 Schlüssel einfach so raus, aus so einem Fass. Ist das Professor Dumbledore und sein Denkarium oder Denktarium? Wie hieß das Ding? Ich weiß es nicht. So, nehmen wir doch direkt, sind richtig coole Karten. Der Zeitzeller kostet zwar 4, der ist ein bisschen teuer, aber dafür ist er auch richtig cool. Und wir spielen erstmal das Traumbärchen. Der ist bestimmt einer von den Glücksbärchis. Was hat er denn wohl für einen Schuss, den aus seinem Wanst rausschießt? bei mir wäre es dann wahrscheinlich der Hungerschuss oder sowas, der aus meinem Wanst rauskommt.
Auf jeden Fall heißt unser Gegner Beschwörungsrausch. Der, ja. Ein Rauschgifthändler ist das. Der dealt mit Beschwörungszaubern. Gibt es bestimmt in irgendwelchen Rollenspielen so Drogendealer, die so mit Zaubern handeln? Weiß ich nicht. Ich zocke ja auch das schwarze Auge. Muss ich eigentlich auch mal ein Video drüber machen, über die ganzen DSA-Sachen, die ich hier rumliegen habe. So, ja, der Gegner spielt das Drachenfutter. Bringe 2-1-1 Goblin-Kreaturenspielsteine ins Spiel. Ach so, die sind jetzt schon 2-2. Bitte, bitte, bitte. Falls die Leylinie der Sandfeld auf deiner Anfangshand ist, kannst du sie vor Spielbeginn ins Spiel bringen. Kreaturenspielsteine erhalten +1/+1. Ah, okay. Ja, die Leylinien sind cool. Die kann man immer vor Spielbeginn ins Spiel bringen. Und Kreaturenspielsteine, das heißt sowas wie Drachenfutter und sowas, erhalten +1/+1. Ja, ich denke, da kontern wir hier direkt mal mit dem Fürst des Unrealen, dass alle meine Kreaturen 1/1 und fluchsicher sind. Arsch. So wollen wir mit dem Traumbärchen attackieren. Er kann ihn natürlich totblocken. Ich denke nicht. Ich denke, wir spielen ein bisschen auf Safe und bringen gleich den Zeitzeller ins Spiel. Wir haben ja genug Mana. Und dann soll der sich erstmal hier ordentlich kopieren und duplizieren. Und hier, hallo? Der mitternächtliche, was? Mitternächtliches Spuken. Spontanzauber. Bringe 2-1-1 weiße Geistkreaturen-Spielsteine mit Flugfähigkeit ins Spiel. Oh, krass, die haben jetzt auch alle +1/+1. Geht auf jeden Fall ab, dieses Deck, was er da hat. Oh, wir haben nochmal den Kollegen. Und das heißt, der Zeitzeller wird richtig stark. Das können wir mal machen. Das können wir mal machen. So, Zeitzeller. Ab ins Spiel mit dir. Der hat jetzt schon 4-4. Nett. So, wir deffen. Wir machen nichts. Das Gute ist, unsere Kreaturen sind ja jetzt auch fluchsicher. Und er spielt die fruchtbare Vorstellung für 4 Mana Hexerei. Bestimme einen Kartentyp. Ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Bringe 2-1-1 grüne Saproling-Kreaturen-Spielsteine für jede Karte des bestimmten Types, die auf diese Weise offen vorgezeigt wird, ins Spiel. Macht er auf mich? Illusion oder was? Komisch. Das war ja ganz komisch. So, was machen wir jetzt? Wir spielen, glaube ich, erstmal... Spielen wir den Fürst des Unrealen? Momentan greift er ja nicht an. Und ich denke auch, er wird nicht angreifen. Dann spielen wir lieber erstmal die Weissagung, oder? Damit wir mehr Mana ziehen, wenn wir Glück haben. Spielen wir die Weissagung. Wenn wir jetzt Mana ziehen, können wir den Fürst des Unrealen immer noch spielen. Und wir ziehen sogar 2 Mana. Das geht doch klar. Jippa! So, und Fürst des Unrealen, Kreatur, Mensch, Zauberer. Der ist ja unser Lord. Es gibt ja ganz oft für irgendwelche Kreaturen-Typen gibt es ja immer so einen Lord, so wie den Goblin-König oder den Fürst von Atlantis. So, und wollen wir mit dem 5-5er attackieren? Er könnte ihn nicht totblocken, aber er könnte uns im Gegenzug auf jeden Fall gut Schaden zufügen, da wir mit unserem 2-2er nicht blocken wollen. Aha. Wird er angreifen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber er könnte uns dann auf jeden Fall 2, 4, 6 Schaden zufügen. Und wir könnten ihm eine Kreatur töten. Ja, machen wir einfach mal. Wir attackieren jetzt. Denn attackieren ist ja immer die beste Verteidigung in Magic. Eigentlich. Ich bin ja auch nicht so gerade der Killer-Pro, dass ihr mir alles glauben müsst. Aber so normale Sachen... Ist das eigentlich ganz cool. Das ist echt normalerweise ganz cool. So, und er greift jetzt natürlich an. Und mit seinem 2-2er noch. Den deffen wir ihm natürlich weg. Aber gegen seine Fliegenden können wir nichts machen momentan. Aber war ein guter Tausch. Ich weiß nicht, warum er mit seinen anderen nicht angegriffen hat. Episches Streiten. Falls du zu Beginn deines Versorgungssegments 20 oder mehr Kreaturen kontrollierst, gewinnst du das Spiel. Na, da ist er ja noch ein bisschen weit von entfernt. Bevor er hier 20 Kreaturen kontrolliert.
Und wir ziehen noch mehr Männer. Männer. So, wir spielen jetzt natürlich den unwirklichen Diener. Dann haben wir auf jeden Fall was zum Blocken. Und wollen wir die Klaustrophobie jetzt schon spielen? Ich gehe davon aus, dass er keine größeren Kreaturen im Spiel hat, außer die. Deswegen können wir die jetzt endlich schon spielen. Und spielen wir einfach auf einen von seinen Fliegenden. Ich hoffe, das rächt sich jetzt für uns nicht, dass wir die jetzt schon gespielt haben. So, und greifen wir mit dem Traumbärchen an. Ich denke, wir greifen auch mit dem Traumbärchen an. Und auch mit dem 5-5er. Wir haben ja noch unseren 5-6er zum Blocken. Das geht. Der muss jetzt ja auch ein bisschen kontern. Der defft ihn tot, ne? Er defft ihn tot. Richtig. Aber ich habe die Vermutung, wir dürfen ihm nicht so viele Kreaturenspielsteine erlauben. Das wäre ganz gut. Nicht, dass er hier gleich irgendeinen Zauber macht. Der Hauptmann der Wache. Wachsamkeit. Mensch, Soldat. Oh, die ist auch wieder so eine sexy Kampfelfin. Mit zwei Brustpanzerbrüsten. Und andere Soldatkreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 und haben Wachsamkeit. Wenn der Hauptmann der Wache ins Spiel kommt, bringe 3-1-1 weiße Soldatkreaturen-Spielsteine ins Spiel. Ah, die Karte ist natürlich cool. Jetzt kommen noch drei dazu, die auch alle 2-2 haben. So. Und jetzt teilt der Kollege sicher. Das ist ja ganz cool. Die haben jetzt auch alle 6-6 und wir ziehen nur Mana. Das ist natürlich nicht ganz so geil. So, und wir greifen mit unserem 5-6er an. Den muss er jetzt mit seinem 2-2er blocken. Na klar, macht er auch. Aber ich hab auch einen coolen Artikel gelesen, der auch über Sexismus war. Wow, der macht volle Attacke hier. Ist das sein Ernst? Warum haben die überhaupt alle 3-3? Weil er da ist, ne? Okay. Dann deffen wir ihn natürlich weg. Und wir deffen einen von den 3-3ern weg. Kriegen wir noch 6, 7, 8 Schaden. Und da ging es darum, da wurde ein Interview veranstaltet mit weiblichen US-Soldaten oder weiblichen Marines. Das ist ja aus irgendeinem Grund, sind das ja keine Soldaten in Amerika. Und die haben sich halt beschwert, oder das Interview ging darum, halt über die Darstellung von Frauen oder von weiblichen Charakteren in Videospielen. Und speziell halt auch in solchen Sachen wie Call of Duty und Metal Gear Solid, wo jetzt vor kurzer Zeit ein Bild rausgebracht wurde von dem weiblichen Sniper-Charakter in dem Spiel. Und die hat halt so eine dicke Sniper-Kanone und läuft aber halt ansonsten nur in so einem Mini-Bikini rum und in so einer kaputten Nylonhose. Also so extrem Porno. Und die haben sich da schon Ami-typisch sehr doll drüber aufgeregt, aber die Amis sind ja sowieso in solchen Sachen ein bisschen verrückt. Auf jeden Fall haben wir gerade das Deck gewonnen. Yay! Und wir spielen jetzt weiter die Form des Drachen.